Ach, mit R. Rechenbuch. Ja, Rechenbuch. Du bist wieder an der Reihe, na los. Aber jetzt nehmen wir Wörter mit K. Krähe. Krokodil. Känguru. Kakerlake. Komm, weiter. Kakadu, da sind sogar zwei Ks drin. Koala-Bär. Bin ich jetzt dran? Nein, ich mach weiter. Okay. Wollen wir nicht von der Autobahn runterfahren? Wenn wir nicht so rasen, können wir doch viel besser die wunderschöne Landschaft genießen. Nein. Solange du dich weigerst, das Steuer zu übernehmen, bleiben wir auf der Autobahn. Bitte, Rex. Na schön, meinetwegen. Ist was? Was guckst du so? Ich sehe nur noch die Tankanzeige. Sieh du lieber in deinen Spiegel. Warum fährst du nicht eine Weile? Da musst du dir nicht den Kopf verdrehen, wenn du die Tankanzeige sehen willst. Sieh doch mal. Je vois un arbre. Oh, ja. Incroyable. Encore un arbre. Schälst du mir bitte mal eine Apfelsine? Die Landschaft wird immer schöner. Mein Albtraum. Letzte Nacht habe ich ihn wieder gehabt. Von dem goldenen Ei? Dass du in diesem goldenen Ei eingeschlossen bist, nicht heraus kannst und ewig durch das Weltall fliegst? Ja, diese Einsamkeit ist grauenhaft. Nein. Noch ein goldenes Ei durch den Weltraum. Weit entfernt. Aber wenn wir zusammenstoßen würden, wäre alles aus und vorbei. Rex, was ist denn mit dem Wagen? Das Benzin ist alle. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Bitte keine Vorwürfe. Ich weiß, es ist meine Schuld. Hier im Tunnel stehen zu bleiben, ist verdammt gefährlich. Die Scheinwerfer brennen das hier. Die Warnblinkanlage, du musst sie sofort einschalten. Die Kiste hat aber keine Warnblinkanlage. Hättest du auch mal auf die Tankanzeige gesehen, dann wäre das nicht passiert. Jetzt stehen wir hier. Reg dich ab, verdammt doch mal. Es ist nun mal passiert, aber wir kommen schon wieder weg. Also keine Panik. Wenn du einen hysterischen kriegst, dann kommen wir hier. Ich bin nicht hysterisch. Ich habe Angst. Das goldene Ei. Lass mich jetzt bitte mit deinem dämlichen Traum in Ruhe. Wir müssen hier weg. Komm mit. Hier kann uns keiner sehen. Wir werden überfahren. Die Taschenlampe. Ich nehme die Taschenlampe mit. Was für eine Taschenlampe? Ich habe eine eingepackt. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Saskia, jeden Augenblick kann ein Auto auf uns knallen. Jetzt komm endlich. Nicht ohne Taschenlampe. Komm jetzt, verfluch doch mal. Rühr mich nicht an. Hau ab, verschwinde.
Asger, du findest die Taschenlampe nicht in diesem Chaos. Ich gehe jetzt jedenfalls. Rex! Warte, ich hab sie doch gleich. Rex, lass mich in diesem Tunnel nicht allein! Rex, du kannst mich doch nicht einfach hier zurücklassen. Rex, warte! Da entlang, rechts. Bonjour, mesdames et messieurs. Plein, s'il vous plaît. Et ça aussi. Bien. Wenn du willst, können wir nach Amsterdam zurückfahren. Naja, ich war eben auch ein bisschen nervös. Trotzdem hätte ich dich nicht allein lassen dürfen. Jedenfalls lasse ich jetzt auch den Bidon füllen. Den was? Den Reservekanister. Ich liebe dich. Als du im Tunnel meinen Namen gerufen hast, wusste ich, ich kann ohne dich nicht leben. Ich hasse dich. Hm.
Wir werden wunderbare Ferien verleben. Zusammen. In meinem Häuschen. Dann mal los, dass wir schnell dort sind. Ich muss nur noch kurz auf die Toilette. In Ordnung, ich warte da drüben. Okay. Voilà, ça fait 300 francs, s'il vous plaît. Bon, merci. Fahren Sie ein Stückchen vor. Tactique, il faut tout simplement être meilleur que l'adversaire. C'est donc un shoot de géant, un shoot de titan auquel nous sommes confiés aujourd'hui. Alors que l'arrivée des cultures. Rex! Fang! Ein Crispy für 13,50 Franc. Wie komme ich denn zu dieser Ehre? Weil du die ganze Zeit am Steuer sitzt. Das ist gut gegen jede Art von Steifheit. Oh. Von dem Mädchen, das ganz verrückt nach dir ist, obwohl du es gar nicht verdienst. Aber ich rauche doch gar nicht. Du kannst mir ab und zu Feuer geben. Oh, du bist Verschmutzerin. Nimmst du mich immer noch mit in dein Haus, ja? Unter zwei Bedingungen. Und welche? Ich fahre bis Beauvieux. Du bist also bereit, einen Führerschein-Neuling mit einem Luxusschlitten fahren zu lassen? Ja, ja, ja. Die zweite Bedingung? Bäumchen zählen? 5, 6, 7, 8. Ich, moi, Rex Hoffmann. Ich, Rex Hoffmann. Schwöre, dass ich die einmalige wunderbare... Ich schwöre, dass ich die einmalige wunderbare... Die unheimlich liebenswerte... Und süße. Die unheimlich liebenswerte. Und beinahe immer süße. Die immer süße und liebenswerte Saskia Wachter. Die immer süße Saskia Wachter. Niemals verlassen werde. Niemals verlassen werde. Die Schlüssel, um mich an sie zu gewöhnen. Da sind doch meine Wohnungsschlüssel dran. Ich weiß. Komm, trink mir noch was und dann fahren wir nach Beauvieux. In Ordnung. Soll ich was holen? Nein, ich hol's schon. Ich nehme an, du möchtest ein Bier? Ja, stimmt. Hast du Geld? Weißt du was? Ich will die Autoschlüssel ja nur behalten, dass du mir inzwischen nicht wegfahren kannst. Bis gleich. Hallo. Gute Weiterfahrt wünsche ich. Danke Ihnen auch. Danke sehr. Wiedersehen. Wiedersehen.
Letztes Bild vom Auto, das Saskia fahren durfte. Fignon qui a tout à l'heure rattrapé Hino et l'a dépassé dans la foulée. Fignon magistralement à l'aise et passé très ordonné, bien en équilibre sur sa machine. Hino lui fait briller oui, le spectacle de ce champion hors du commun, terminant sa course en étant proche de la défense. Saskia, ich suche dich. Warte hier am Wagen auf mich. Sehen Sie nicht, dass Sie hier im Weg stehen? Cherche ma femme! Dann suchen Sie doch woanders! Saskia! Saskia? Hey, das ist hier die Damentoilette! Saskia! Saskia! Meine Freundin ist plötzlich verschwunden. Die Herrentoilette, Monsieur. Guten Tag, ich, Monsieur, die Kunden haben hier keinen Zutritt. Madame, entschuldigen Sie bitte. Gibt's den Namen leider nicht. Ich suche meine Freundin. Sie wollte hier ein Bier und eine Cola kaufen. Sie hat rotblonde Haare, Cheveux Rouge. Sie trägt eine Pantalon Blanc, eine Jeans und ein gelbes Trikot. Das gelbe Trikot trägt aber Fignon. Sie meinen sicher ein gelbes T-Shirt, oder? Ja, natürlich ein gelbes T-Shirt. Moment, ich habe ein Foto. Voilà. Madame? Ja, die war ihr. Was? Vor einer halben Stunde. Und dann ging sie zum Kaffeeautomaten. Zum Kaffeeautomaten? Bon, s'il vous plaît. Aber sie wollte nur ein paar kalte Getränke kaufen. Sie war am Kaffeeautomaten und kam zurück, um Geld zu wechseln. War sie allein am Kaffeeautomaten oder hat sie mit jemandem geredet? Hier kommen viele Leute täglich vorbei, Tausende. Die kann ich doch nicht alle beobachten. Est-ce que vous avez vu cette femme, s'il vous plaît? Oui, das hab ich. Sie kam mit einem Mann zusammen raus, vor ein paar Minuten. Minuten? Vielleicht auch vor Viertelstunde. Sie kam aus Laden dort und hatte zwei Dosen in der Hand. Eine Cola und ein Bier. Je sais pas. Kam dieser Mann zufällig mit ihr zusammen raus? Ich glaube schon. Je sais pas. Und dann? Und dann musste ich einen Ölwechsel machen und bin in die Werkstatt. Aber, und, aber wo genau haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Da drüben, vor diese Tür. Wenn Sie hier mit den Getränken stehen.
War sie auf dem Rückweg? Das muss ich doch gesehen haben. Und sie muss mich gesehen haben. Das Polaroid-Foto. Hier bitte, das ist sie. Dort. Sehen Sie, das blonde Mädchen da, das ist sie. Das ist sie, ich erkenne sie. Das muss sie sein und neben ihr, sehen Sie hier, steht jemand. Den Kerl müssen wir suchen. Die Fahrräder! Monsieur Hoffmann, glauben Sie mir, ich nehme die Sache ernst. Sie wissen, dass Sie keinen Streit mit Ihrer Freundin hatten. Aber ob Ihnen die Polizei das abnimmt? Sie ist doch verschwunden, oder? Ja, das ist sie, aber doch erst vor ein paar Stunden. Die Polizei geht immer von einem Streit aus. Wenn sich jedes Mal eine Suchaktion starten würde... Also, falls sie morgen früh nicht wieder da ist, werden Sie ganz sicher was unternehmen. Morgen früh, das ist viel zu spät. Die müssen sofort was unternehmen. Vielleicht ist sie entführt worden. Es muss doch irgendeine Spur zu finden sein. Ich kümmere mich persönlich morgen früh darum. Hören Sie, wir müssen nicht die Polizei damit belästigen. Sie wurde am Kaffeeautomaten gesehen. Sie hat mit jemandem geredet. Also, wenn er einen Kaffee getrunken hat, muss er Fingerabdrücke auf einem Geldstück hinterlassen haben. Man muss also sämtliche Geldstücke untersuchen, bis die Polizei eintrifft. Sämtliche Geldstücke, verzeihen Sie, aber das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Das ist völlig absurd. Morgen früh, Monsieur. Gabi soll vorsichtig sein. Die Schaukel ist ein bisschen altersschwach. Ah! Geschieht dir recht, warum hilft er auch nicht beim Tischdecken? Ach so, den Nies. Schadenfroh zu sein gehört sich nicht. Wie ist das denn? Ich habe was mitgebracht als Entschädigung, weil ihr so lange auf mich warten musste. Gabi, der Korkenzieher, er ist in der Schublade.
Das sind doch nur Spinnen. Liebenswerte und sehr, sehr nützliche Tierchen. Schrei doch bitte nochmal. Dein Schrei war bewundert. Ich kann viel lauter schreien. Los, Mama, du auch. Haben Sie sich in dem Haus eingelebt? Ja, ja. So langsam. Warum sägen Sie nicht noch ein paar Bäume ab? Dann hätten Sie noch mehr Sonne. Damit es die Einbrecher besser sehen? Ein so schönes Haus hat man niemals für sich alleine. Sagen Sie, Monsieur Laurent, ich war gestern mit meiner Frau und meinen Töchtern hier. Ich weiß nicht, ob Sie mich gesehen haben. Nein. Als wir den Weg hochkamen, schien es mir, als ob Schreie aus der Richtung meines Hauses gekommen wären. Haben Sie nichts gehört? Nein, ich habe nichts gehört. Ja. Louis, ich habe noch einen Freund dabei. Ja, das sehe ich. Aber ich suche mir meine Mitfahrer selber aus. Ich wollte ein hübsches Mädchen mitnehmen, aber nicht so einen vergammelten Typen wie ihn. Also, adieu. Ich bin bis an meine Grenzen gegangen. Also, 12 Kubikzentimeter sind gleich. Wie lange war ich bewusstlos? Ja, 18 Minuten und 54 Sekunden. 18 Minuten und 54 Sekunden Schlaf entspricht ungefähr 27 Kilometer. Also, das lässt mir etwa 3 oder 4 Minuten Spielraum für einen unerwarteten Zwischenfall. Ja, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht.
Guten Tag, mein Fräulein. Tralalala, Pompon. Welch Zufall, welch schöner Zufall. Sie sind herzlich eingeladen, mit mir mitzufahren. Bitte. 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 Tralalala, Pompon. Das Taschentuch. So. Hierbei muss ich mir etwas Zeit lassen. Mein Fräulein. Und einsteigen. Ich fange nochmal von vorne an. Welch glücklicher Zufall. Sie sind herzlich eingeladen, mitzufahren. Gut. Bitte? Bum, 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 bum. So, das ist's. Verzeihung. Warum hast du das getan? Weil ich dich so gerne bedauere. Wieso hast du den Knopf runtergedrückt? Hast du die Zeitung nicht gelesen? Kürzlich ist ein Mädchen auf der Autobahn aus dem Auto gefallen. Wie schrecklich, ist sie tot? Überleg doch mal selbst. Der Beton? Die Geschwindigkeit, die man auf der Autobahn hat? Natürlich ist sie tot. Papa, hast du eine Freundin? Guck nicht so schockiert. In deinem Alter ist das normal. Wieso hast du dann das Haus in St. Côme gekauft? Ich bin doch nicht auf den Kopf gefallen. Verzeihen Sie bitte. Wie komme ich zum Prisenik? Zum Prisenik? Das trifft sich gut. Ich muss auch dorthin. Ich nehme Sie mit. Welch glücklicher Zufall. Finden Sie? Trotzdem ziehe ich es lieber vor, zu Fuß zu gehen. Sie wären aber schneller dort. Und bequemer. Ja, schon. Also das Prisenik. Fahren Sie die Avenue runter. Am nächsten Platz liegt es gleich auf der rechten Seite. Hm. Vielen Dank. Uhr 42, Pulsschlag 90. Hast du eine Geliebte? Nein.
wird Fijon das gelbe Trikot gewinnen. Interessiert es dich nicht, warum ich das frage? Eigentlich solltest du mich besser kennen und sowas nicht annehmen. Ich verbringe die meiste Zeit in Saint-Côme, das stimmt. Aber ich liebe dich, Simon. Und ich liebe unsere Töchter. Und zweifellos bin ich der letzte Franzose, der sich rühmen kann, nur eine einzige Frau in seinem Leben besessen zu haben. Aber du fährst so viele Kilometer. Es sind nur 13 Kilometer von hier bis zum Haus, also 26 hin und zurück. Und meistens fährst du zweimal am Tag hin. Das macht circa 50 Kilometer pro Tag. Als junger Mann habe ich von einer Frau geträumt, die Zahlen liebt. Jetzt habe ich sie. Ach, Denise. Denise, bleib auf deinem Zimmer, ja? Das Haus in Saint-Côme ist meine Leidenschaft. Nach und nach wurde es zu meiner Leidenschaft. Du hast irgendeine Idee. Du machst den ersten Schritt. Und dann den zweiten. Und plötzlich wird dir bewusst, dass du bis zum Hals in etwas Verrücktem steckst. Es macht aber nichts. Du bleibst am Ball, weil es dir großes Vergnügen bereitet. Eine Befriedigung wie kaum etwas anderes. Das lässt sich nicht in Kilometern messen. Verzeihung, mein Fräulein. Ich suche das Prisonnier. Haben Sie ein Auto? Sind Sie nicht Monsieur Lenormand aus Nîmes? Sie erkennen mich wohl nicht. Gisèle Marsin. Ich kenne Ihre Tochter Gabrielle sehr gut. Ich war Ihre Volleyballtrainerin. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Wir sind uns ab und zu bei den Spielen begegnet. Kommen Sie oft nach Romula? Nein, nicht so oft. Ich muss jetzt weiter. Ach, kommen Sie. Lassen Sie uns doch zusammen einen Kaffee trinken. Es tut mir wirklich leid. Vielleicht ein andermal. Monsieur Lenorme, Sie wollten zum Prisonnier? Ach ja. Nehmen Sie die Autobahn. Die ist immer voller Ausländer, egal zu welcher Zeit Sie drauf fahren. Und bei der ersten Raststätte fahren Sie raus. Dort finden Sie hunderte von willigen Frauen. Und Sie laufen nicht Gefahr, dass man Sie erkennt. Wenn du willst, können wir hier nach Amsterdam zurückfahren. Warst du bei den Eltern? Ach, die sind nie anzutreffen. Aber nächste Woche sucht mich ihre Mutter auf. Diese Frau ist vor 3 Jahren verschwunden. Der Kerl fängt wieder mit seiner Plakataktion an. Welcher Kerl? Wir haben schon mal über diese Geschichte diskutiert, dein Gedächtnis lässt. Wir haben noch nie darüber gesprochen. Aber ja, bei Martinez. Du wolltest allen Frauenmördern den Bauch aufschlitzen und du hast gelacht, als ja, ich sagte, richtig, wenn ich der Mörder die wäre. Und? Gar nichts. Ich bewundere seine Beharrlichkeit. Seine Besessenheit, meinst du wohl?
nach 3 Jahren. Das genau, sehr erstaunlich. Scheint ein hartnäckiger Bursche zu sein. Wurde schon x-mal überklebt, hä? Ja, sieht so aus. Manchmal stelle ich mir vor, dass sie noch lebt. Irgendwo weit weg und dass sie glücklich ist. Und dann denke ich, entweder lasse ich Saskia weiterleben und erfahre niemals etwas, oder ich lasse sie sterben und finde raus, wie alles passiert ist. Ich lasse sie sterben. Ich glaube auch nicht, dass ich auf Dauer mit Saskias Schatten leben kann. Bonjour. Guten Tag, Monsieur. Ein Mineralwasser. Ein Mineral. Monsieur. Oui. Ich suche einen gewissen Montméjean. Kennen Sie den zufällig? Oui, der bin ich. Pardon? Montméjean, so als ich. Eine Verwechslung. Ein Mineralwasser. Ich möchte Sie treffen. 13. September, 15 Uhr, Café des Beaux-Arts Nîmes. Montméjean. Voilà, monsieur. Beobachtet mich. Ich fühle es. Ich halte ihn für verrückt. Wenn er wirklich in diese Geschichte verwickelt ist, wird er nicht ein solches Risiko eingehen. Zum 15. Mal hat er mich jetzt irgendwo hinbestellt. Und immer im Umkreis von 100 Kilometer von der Tankstelle. Er ist ziemlich selbstsicher. Er weiß, dass ich ihn damals gesehen haben könnte und ihn vielleicht wiedererkenne. Und dann? Dann? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, wovor ich Angst habe? Hm? Dass er keine Postkarten mehr schreibt. Was ist, wenn er gestorben ist? Dann kriege ich es nie mehr raus. Du wirst es sowieso nie herauskriegen. Er spielt ein übles Spiel mit dir. Er hat die Geschichte mit den Plakaten verfolgt und deine Anzeigen gelesen und will nur wissen, wie weit du noch gehst. Der muss nur eine Postkarte schicken und schon springst du. Der teilt sich nur drin auf, glaub mir. Wir werden ja sehen. Und 3:45. Wollen wir nicht fahren? Zur Hölle mit dem Kerl. Er ist hier. Er weiß was von Saskia und Saskia ich will... Saskia ist weg, Rex. Sie ist weg.
Lass diesen Geisteskranken wissen, dass du kein Interesse mehr an ihr hast. Du musst deinem Leben wieder einen Sinn geben. Und wenn du nur mit mir zusammen in der Sonne liegst und nichts tust, hm? Wenn Saskia jetzt hier wäre, würde ich mit ihm mitgehen. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte zu wählen, dann wäre ich jetzt lieber an dieser Tankstelle vor 3 Jahren. Weißt du, dass ich da noch nie gewesen bin? Dann wird es langsam Zeit. Irgendwann muss Schluss sein mit deinen geheiligten Orten. Könnten Leute sein. Känguru, Kakerlake, Koala-Bär, Kiwi, Kanarienvogel. Wir sind da. Rex. Rex. Hey. Was ist los? Rex. Rex. Rex.
Ei. Das goldene Ei. Was ist denn mit diesem Ei? Rex? Ja. Rex? Saskia! Saskia! Rex! 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 Die letzte Gleichung. Benzolsäure. Plus MH2. H2O. 30 Sekunden. Monsieur Le Mans? 15. Monsieur Le Mans? 5. Abgeben. Und wo stehen Sie? Gleich da vorn, neben dem Brunnen. Aha. Und in dieser Menschenmenge auf dem Rathausplatz in Arles befindet sich vielleicht ein Mörder. Sie sehen ihn, aber Sie wissen nicht, dass Sie ihn sehen. Er ist genauso wenig erkennbar wie ein bestimmter Pflasterstein auf diesem Platz. Eine merkwürdige Situation, wenn er tatsächlich dort ist. Aber in dieser Situation hat sich Monsieur Hoffmann bereits 5-mal befunden. Sieh mal, Papa, da sind wir. Wie oft hat die Polizei Videoaufnahmen gemacht? Hast du uns nicht gesehen? Leider nur die ersten beiden Male, weil sie felsenfest davon überzeugt ist, dass es sich nur um einen schlechten Scherz handelt. Und Sie sind nicht dieser Meinung, nicht wahr? Nein. Ich hoffe, dass dieser Mann jetzt zuhört. Ich möchte Ihnen gerne etwas sagen. Ich möchte mich gern mit Ihnen treffen. Ich will wissen, was mit meiner Freundin passiert ist. Und dafür bin ich zu allem bereit. Ich hasse sie nicht. Und auch die schrecklichste Gewissheit wird mich nicht umwerfen. Aber ich will es wissen. Aber ich will es wissen. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest mal irgendwann eine Spur von ihr.
Ja. Sie arbeitet in einem Bordell in Marseille. In 3 Tagen besuche ich sie. Madame Phoenix, Rue Gambetta, Montélimar. Aufzeichnung sehen? Ja. Und in dieser Menschenmenge auf dem Rathausplatz in Arles befindet sich vielleicht ein Mörder. Sie sehen ihn, aber Sie wissen nicht, dass Sie ihn sehen. Er ist genauso wenig erkennbar wie ein bestimmter Pflasterstein auf diesem Platz. Eine merkwürdige Situation, wenn er tatsächlich dort ist. Aber in dieser Situation hat sich Monsieur Hoffmann bereits 5-mal befunden. Aber ich will es wissen. Haben Sie auch nur die geringste Idee, was für eine Art von Mensch das sein könnte? Ich glaube... Nein, ich bin sicher, dass dieser Mann sehr intelligent ist. Er ist jemand, der unbemerkt an mir vorbeigeht. Jemand, der die Perfektion liebt. Monsieur Hoffmann, eine Frage liegt mir am Herzen. Diese Kampagne kostet Sie mindestens 100.000 Gulden. Das sind ca. 300.000 neue Francs, die Sie sich geliehen haben. Warum machen Sie das alles nach 3 Jahren? Es ist noch gar nicht lange her, da hatte ich einen Traum. Genau denselben Traum, den meine Freundin in der Nacht vor ihrem Verschwinden hatte. Sie hat geträumt, dass wir uns im Universum treffen würden. Und zwar jeder gefangen in einem goldenen Ei. Und in meinem Traum fanden wir im Universum wieder zueinander. Ich habe diesen Traum als ein Zeichen gedeutet. Haben Sie denn noch irgendeine Hoffnung, sie wiederzufinden? Nein. Verzeihen Sie die Frage, Monsieur Hoffmann, aber warum geben Sie da nicht auf? Ich kann nicht aufgeben, Monsieur. Wie nett. Ein Schuldgefühl... einer verschwundenen Geliebten gegenüber. Wenn Sie jemals diese junge Frau irgendwo sehen sollten, benachrichtigen Sie uns bitte. Ich danke Ihnen, Monsieur Hoffmann. Ich muss sagen, du bist sehr telegen. Entschuldige, aber ich habe dich vorher gefragt. Wie fühlst du dich? Es geht. Wirklich? Du kennst doch Linekes Gesetz. Das oberste Gesetz in einer Beziehung. Über die Trennung hinwegzukommen dauert etwa halb so lang wie die ganze Beziehungskiste, also... werde ich es etwa in 4 Monaten überwunden haben. Wirklich schade. Wenn es Saskia nicht gegeben hätte, dann... Ja, wenn es sie nicht gegeben hätte, aber Saskia existiert. Sie steht zwischen uns. Ich rufe dich bei Gelegenheit mal an.
Monsieur Hoffmann? Ich bin der Mann, den Sie suchen. Café de Beaux-Arénim. Sie waren nicht allein und ich habe nicht gewagt, Sie zu stören. Ist sie tot? Tot? Fahren Sie mit nach Frankreich, dann erfahren Sie alles. Weißt du Ihrem Tod? Sie haben nur diese eine Chance. Diese eine Chance. Sie schweigt! Sind Sie fertig? Ich warne Sie, ich habe Vorkehrungen getroffen. Falls mir etwas passiert, wenn Sie mit jemandem sprechen, ist mein Angebot erloschen und Sie erfahren nichts. Ich fahre nach Frankreich zurück, mit oder ohne Sie. Und das sind 5 Minuten. Ich hatte schon furchtbare Angst, dass Sie nicht mehr am Leben sind. Wenn Sie Hunger haben, greifen Sie zu. Votre Passeport. Ihren Pass. Wenn wir nicht kontrolliert werden, erzähle ich Ihnen alles. Raymond Le Mans, wohnhaft in Nîmes. Das letzte Mal haben Sie mich dorthin bestellt, wo Sie leben. Stimmt. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass Sie meinen Namen kennen. Ich muss mein Risiko gering halten. Aber den können Sie auch durch die Autonummer herausfinden. Den Fall wieder aufzurollen wird aber nichts bringen. Sie haben nichts in der Hand gegen mich. Und die Münzen im Kaffeeautomaten? Ihre Fingerabdrücke sind darauf zu finden. Wenn ich Durst gehabt hätte und wenn ich einen Kaffee getrunken hätte, dann hätte ich die Münzen am Rand angefasst. Sie sind auf dem Foto. Auf dem Foto, das ich selbst auf der Raststätte geschossen habe. Falsch. Dann hätten Sie mich im Café in Nîmes wiedererkannt. Ich war dort. Saßen Sie am zweiten Tisch rechts? Meinen Pass.
Ich habe mir oft überlegt, wie unsere Begegnung verlaufen würde, Monsieur Hoffmann. Von Anfang an hatte ich das Gefühl, Sie aufsuchen zu müssen. Und als Sie das Café in Nîmes verließen, wurde mir bewusst, dass ich nicht länger warten konnte. Auch Ihr Appell im Fernsehen hat mich überzeugt. Also habe ich mich auf den Weg gemacht. Sie könnten mich töten. Ich würde es sogar verstehen. Das Risiko gehe ich ein. Aber ich spekuliere mit Ihrer Neugierde. Sie wollen herausfinden, was Mademoiselle Saskia zugestoßen ist, nicht wahr? Als ich 16 war, machte ich eine Entdeckung. Jeder trägt sich mal mit diesem Gedanken, aber kaum einer springt wirklich. Ich habe mir gesagt, ich stelle mir vor, dass ich springe. Es kann doch nicht vorherbestimmt sein, dass ich nicht springe. Wer oder was hat das Recht, vorherzubestimmen, dass ich nicht springe? Also, um diese Vorherbestimmung ad absurdum zu führen, muss man springen. Ich schlug verdammt hart auf und brach mir den linken Arm und zwei Finger. Wieso bin ich gesprungen? Eine kleine Anomalie in meiner Persönlichkeit. Nicht wahrnehmbar für die Mitmenschen. Sie finden mich in den Enzyklopädien und der Soziopath in den neueren Ausgaben. Haben Sie Saskia vergewaltigt? Wofür halten Sie mich? Es dauerte 26 Jahre, bis mir die Idee für ein neues Experiment kam. Wer ist das erste im Bild? Ah, habe ich mir doch gedacht. Denise. Ein bisschen nach links. Ja, nach links. Lass etwas Platz zwischen dir und Mama, Denise. Gut? Bleib stehen. Achtung, nicht bewegen. Und hopp. Und lächeln, sonst gibt's kein Taschengeld. Nicht bewegen. Papa, da ist ein kleines Mädchen im Wasser. Bidule ertrinkt. Wer ist Bidule? Das ist meine Puppe. Aber der Mann will sie nicht retten. Vielleicht ja doch. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank für alles. Sieh gut auf die Kleine auf. Papa, du bist ein Held. Du bist ohne zu zögern ins Wasser gesprungen. Ja, natürlich, mein Schatz. Ich bin ein großer Held. Aber misstraue jedem Helden. Ein Held ist nur ein Mensch, der zu einem Exzess fähig ist. Meine Tochter war voller Bewunderung für mich. Aber ich sagte mir, dass ihre Bewunderung für mich überhaupt keinen Wert hat. Solange ich mir selbst nicht bewiesen habe, dass ich absolut
unfähig bin, eine schlechte Tat zu vollbringen. Und so wie Schwarz ohne Weiß nicht existieren kann, habe ich mir logischerweise vorgenommen, die schrecklichste Tat zu begehen, die ich mir vorstellen konnte. Sie sollten vielleicht wissen, dass Mord für mich nicht das Schlimmste ist. Können Sie mal anhalten, ich will mir die Beine vertreten. Kommen Sie immer noch nach Frankreich, um Fahrrad zu fahren? Sie waren Amateur, nicht? Im Radsport steht der Begriff Amateur im Gegensatz zum Berufsfahrer. Ich bin nur zu meinem Vergnügen gefahren. Das habe ich ja gemeint. Sie sind ein Amateur. Beim Aufstieg zum Mont Ventoux, dort stellt man sich hin, um die Tour vorbeifahren zu sehen. 2 Kilometer vom Pass entfernt, um zu beobachten, wer aufgibt und wer noch Kraft hat für einen Ausreißversuch. Genau dort habe ich Soltemec gesehen. Einen Landsmann von Ihnen. Soltemec. Kennen Sie? Kennen Sie ihn? Nicht sehr holländisch, klingt eher wie ein mexikanischer Gott. Er ist Soltemec. Soltemec. Das ist absolut holländisch und heißt gezuckerte Milch. Monsieur, gezuckerte Milch. Sie haben schon komische Namen. Ihr Franzosen etwa nicht? Was soll's? Ich habe einen Nachbarn, dessen Hund heißt Rex. Dordemann. War der Mann tot? Ich kenne noch jemanden. Durch eine Ehe ergeben sich merkwürdige Kombinationen. Ich kenne eine Frau, die heißt, wirf sie aus dem Bett. Frau van Bedder. Van Bedder. Im Telefonbuch von Nîmes steht jemand, der heißt Pouf. Monsieur Pouf. Tja, in Frankreich ist man sehr einfallsreich, was Namen angeht. Ja, Pouf. Alles zum Besten? Can you perhaps help me? I have a little trailer. Ich brauche Hilfe. No, I need help. I must teach. I must itch. It into my itch. I must itch it into my car. I cannot attach it alone. I cannot attach it alone. Bon. You can help me, perhaps. I have a little trailer. I must itch it onto my car. I cannot. You can help me, perhaps. I have a little trailer. Das werde ich nie lernen. I must itch it. I must itch it. Und da verliere ich immer viel Zeit. I must itch it. I must attach it. I must attach it. Schon besser. My car. Oh, nice. Please, come in. Where's your trailer? Oh, there. You don't walk there. Oh, why do you not step in my car? It's more easy. I think I'll walk. Leave me alone. Okay. I'm waiting there.
prefer? Do you need a helping hand? Well, I'll hitch on the trailer. I cannot do it alone. What do you want from my wife? From your wife? Help. I cannot do it alone. Here you need help. Here, mister. Sie scheiß Kerl. Pardon? Nichts. Sie haben nicht die allerbeste Meinung von mir. Ich kann Sie nicht verübeln. Meine Methode war nicht besonders erfolgreich. Es gelang mir nicht, die Frauen, die ich begehrte, in mein Auto hineinzulocken. Prostituierte schon, aber die interessieren mich nicht. Die sind als Opfer prädestiniert. Niemand weint um sie. Also bekam ich hohen Blutdruck. Aus lauter Frust. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Papa. Happy Birthday to you. Und nun die Geschenke. Das ist von mir. Für das Haus in St. Com. Dankeschön. Für deine Autoschlüssel, weil du doch so viele Kilometer fahren musst. Vielen Dank, mein Schatz. Noch etwas? Raymond Le Mans, ihr Leben. Meine Brille. Oh. Seht euch meine Ohren an. Ich finde dich süß. Ziemlich brausbäckig, hm? Ach, das war kurz, nachdem du vom Balkon gefallen bist. Mhm. Nicht der Anhänger sollte schwerer sein. Ich bin es, der schwächer sein sollte. Mhm. Kamen Sie an der Raststätte an. Ihre Freundin hat Ihnen noch einen Kuss gegeben, bevor sie aus dem Wagen stieg.
à 20 km de l'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez et nous vivons une journée absolument extraordinaire. J'avais raison tout à l'heure de vous dire qu'il ne fallait pas enterrer Ino trop vite. Ino fait face. Il se bat avec un courage exceptionnel. Il livre un duel à Fignon à couteau tiré. Alors en deux mots, je vous résume la situation. Herrera et Fignon, qui va certainement endosser le maillot jaune ce soir, à moins d'une défaillance terrible dans l'Alpe, étaient partis dans les derniers kilomètres. Vorsicht, Kinder, Vorsicht! Haben Sie den gebrochen? Ich danke. In Deutschland wäre es strengstens verboten, so zu fahren. Auch als Beifahrer? Wissen Sie, ich habe mir auch mal den Arm gebrochen. Da war ich 11 Jahre. 1940 war das. 59. Sie sind also 59. Oh, noch nicht. Erst im November. Noch bin ich im 58. Lebensjahr. Der größte Teil des Jahres ist vorbei. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie 59 sind, war also größer. Die Chance betrug 2-12 und... Entschuldigen Sie mich. Madame! Ja? Verzeihen Sie, darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Ja, natürlich. Können Sie mir helfen? Freilich. Ich habe einen Anhänger, aber ich schaffe es nicht, ihn allein anzuhängen. Da, da ist mein Wagen. Aber wo ist denn der Anhänger? Da hinten. Ich fahre mit dem Wagen hin. Ich kann ja mitkommen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ja, sicher. Moment. Wie wollen Sie denn mit dem Arm lenken? Oh, das geht schon. Kein Problem. Entschuldigen Sie mich. Schicksal, Monsieur Hoffmann. Wenn ich nicht genießt hätte, dann... Pardon, Monsieur. Vous parlez français? Je suis français. Ah, ich brauche Kleingeld pour l'automat. Können Sie wechseln? Changer pour moi? Oui, übrigens. Ich spreche Ihre Sprache ein wenig. Un franc, deux fois, deux francs. Haben Sie ein 5-Franc-Stück? Nein, nein. Ein 5er habe ich nicht. Oh, aber hier einen 10er, wenn Sie noch ein bisschen Kleingeld haben. Nochmal 5 Franc. 5 leider nicht, aber 6, 7. Ach, vergessen Sie es. Pardon, pardon, c'est très gentil, aber ich wechsle lieber woanders. Vielleicht klappt es da. Au revoir. Per favore, signorina. Danke. Prego. Danke.
Je vois. Conduire à l'autoroute pour la première fois. Es macht großen Spaß, Französisch zu sprechen. Mein Freund sagt immer, ich soll es einfach versuchen. Versuchen Sie es. Sie dürfen mir aber nicht helfen. Gut. Vous parlez très bien français. Non. Vous êtes un... menteur. Lügner? Oui. Oh, in Ihrer Hand, was haben Sie da? Dans votre main, c'est très joli. Sehr hübsch, hein? Parce que... mon amigo, mein Freund, ich liebe ihn beaucoup. Il y a aussi einen Ohrring mit einem Rex Roel Roger. Mit Raymond. Raymond. Bon. C'est possible, acheter, zu kaufen, so ein Ding? Ich bin Vertreter für diese Anhänger. Ich verkaufe sie. Ich habe eine Menge davon im Wagen. Ist sie? Ja, vor der Tür. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Doch, doch. Oui? Et, je veux, was heißt kaufen? Scheiße. Veux peu acheter des choses? Warum nicht? Mais mit R, hein? Raymond, Ruel, Rex, mit R, okay? Bien. Mais beaucoup plus? 13 francs 50. Wie die Frisbees. Je veux beaucoup. Viel. Gut. Ganz wie Sie wünschen. Allez, Sie. Hm? Sie müssen mich schon zum Wagen begleiten. Der Tuil. Ah, das ist Schlüsselanhänger. Ja. Je veux une tuile avec un R. Okay. Montez! Pardon? Steigen Sie ein. Wissen Sie, ich hatte mir eine gewisse Strategie zurechtgelegt, aber... was will denn der? Shit. So ein Mist. Fahrzeugkontrolle. Übrigens, Sie waren nicht angeschnallt. Ich habe ein ärztliches Attest. Ich leide unter einer Phobie. Platzangst. Hier, bitte. Sehen Sie. Es hat alles seine Ordnung. Sie können weiterfahren. Jede Strategie kann von einem Moment zum anderen nicht zusammenbrechen. Durch einen ganz dummen Zufall zum Beispiel. Das macht mich traurig. Thank you.
Monsieur Hoffmann. Was haben Sie damit? Ich erzähle es Ihnen, ich habe es versprochen. Ich erzähle es Ihnen, indem ich Sie genau das erleben lasse, was Sie erlebt hat. Sie sind völlig verrückt. Mir ist schon normal. Also ist sie nicht tot. Trinken Sie. Was ist da drin? Ein Schlafmittel. Ich habe Sie eingeschläfert und ich werde auch Sie einschläfern. Und dann? Dann werden Sie genau das erleben, was sie erlebt hat. Und wenn sie tot ist, werde ich auch sterben. Das ist schizophren. Sie haben keine Wahl. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Ich will nicht, dass Sie bestraft werden. Ich werde Sie nicht anzeigen. Sie sind mir völlig gleichgültig. Was ist dir zugestoßen? Mehr will ich nicht wissen. Das ist mir klar, Monsieur Hoffmann. Ich kann mich gut in Ihre Lage versetzen. Ich nehme Ihnen ab, dass Sie mich nicht anzeigen wollen. Aber ich weiß nicht, ob es richtig ist, Ihnen zu glauben. Verstehen Sie? Ich glaube Ihnen, aber ich bin verpflichtet, so zu tun, als glaubte ich Ihnen nicht. Also trinken Sie. Nur so finden Sie die Wahrheit heraus. Was ist da drin? Ich sagte es bereits. Ein Schlafmittel in Kaffee aufgelöst. Die Autoschlüssel, ich würde sie mir gerne nochmal ansehen. Monsieur Hoffmann. Wann begreifen Sie es endlich? Was nutzen Ihnen denn die Schlüssel? Sie können mir nicht das Geringste beweisen. Sie lachen. Nehmen wir an, Sie haben recht, aber sind Sie sicher? Genau das ist Ihr Problem. Sie müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass man mir nicht das Geringste beweisen kann. Und damit haben Sie Ihre Chance verpasst. Ach. Das, was sich in Ihrem Kopf abspielt, analysiere ich seit 3 Jahren. Von mir aus gehen Sie. Bringen Sie die Schlüssel zur Polizei. Aber dann erfahren Sie niemals, was Mademoiselle Saskia zugestoßen ist. Wenn Sie das aber trinken, erfahren Sie es. In weniger als 1 Stunde, garantiert. Ich weiß schon genug. Der Rest ist mir völlig egal. Ich gehe jetzt. Aber diese Ungewissheit... Diese ewige Ungewissheit, Monsieur Hoffmann. Damit werden Sie nicht fertig. Ich wollte Ihnen nur einen Dienst erweisen.
Ich habe mir gesagt, ich stelle mir vor, dass ich trinke. Wer oder was hat das Recht, vorherzubestimmen, dass ich nicht trinken werde? Also, um diese Vorherbestimmung ad absurdum zu führen, muss man trinken. Es dauert etwa 10 Minuten, dann wirkt das Mittel. Nur für Saskia habe ich das getrunken. Natürlich. Sie waren nicht lange genug zusammen, dass ihre Liebe sich abschwächen konnte. Thank you.
Mysteriöses Verschwinden eines jungen Pärchens. Saskia Wachter und ihr Freund Rex Hoffmann. Thank you.